Hallo Officer, schön, dass du wieder einschaltest. Eine neue Schicht, mal gucken, was uns heute erwartet. Wir haben den Bereich hier freigeschaltet, aber wir wissen ja, hier in Jefferson, wir waren noch nicht hier unten an der Straße. Wir waren hier, sind hier rumgelaufen, wir waren hier oben noch nicht. Das heißt, heute steht an, wir gucken mal, dass wir hier durch den Park kommen, der gegenüber von der Polizeiwache ist. Dass wir dann hier auf der Seite lang gehen und dass wir uns dann hier hocharbeiten, um zu gucken, was wir noch alles so finden. Auf geht's, 20 Minuten Schicht passt, bei Nacht, bis gleich. Da sind wir auch schon im Büro und legen direkt mal los. Fußstreife, Mützchen auf und ab geht's. Guten Abend, die Dame. So. Wir hatten in den letzten Tagen reichlich Anrufe wegen der Parksituation. Halten Sie ja. Die Augen offen, ja? Machen wir. Verstanden. Wir sind ja bei der letzten Schicht, haben wir hier so extrem losgelegt. Jetzt gehen wir erstmal rüber, wenn man hier so beim Vorbeirennen was auffällt. Okay, aber jetzt erstmal hier durch. Nichts zu sehen soweit. Was haben wir denn da? Schön, Sie wiederzusehen, Officer. Ja, das finde ich auch. Hallo. Es ist immer schön, gesehen zu werden. Hier haben wir das Park Lane Hotel von der Rückseite wahrscheinlich. Wird aber nicht akzeptiert. Okay, wir laufen weiter. So, dann gucken wir mal. Was haben wir denn hier Feines? Da haben wir doch jemanden in der falschen Richtung parken. Jo. Also, nein, ich glaub's nicht. Ihr habt den Unfall auch gehört, oder? War das Taxi gerade? Ja, sag ich doch. Der hat ein abgelaufenes Kennzeichen. So, abgelaufenes Kennzeichen. Wie wir ja seit der letzten Folge wissen, berechtigt uns das zum Abschleppen lassen. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Holla, die Waldfee hat das hier gerumst. Und wieder drei Leute. Ich habe hier eine Person mit Verletzungen, Rettungswagen erbeten. Ein Abschlepper wurde bereits an ihrem Standort geschickt. So. Was ist passiert? Sagen Sie mir, was Sie gesehen haben. Ich bin immer noch geschockt. Ich muss erst mal wieder den Kopf freikriegen. Okay. Dann einmal den Ausweis. Führerschein und Versicherungskarte, bitte. Ja, natürlich, Officer. Es tut mir leid, dass euch der Krankenwagen da so reinhaut. Läuft auf den gleichen Namen. Ist beides gültig. Gucken wir mal, was die Hintergrundprüfung sagt. Die Zulassung vom Fahrzeug ist abgelaufen. Okay. Dann gibt es dafür direkt mal eine Knolle. Nein. Zulassung. Ich werde Sie mit einem Bußgeld zwischen 50 und 250 Dollar wegen eines abgelaufenen Kennzeichens belegen. Warum ist das so teuer? Damit man rechtzeitig die Sachen holt. Bitte kooperieren Sie friedlich, während ich eine Probe nehme, um zu sehen, ob Sie betrunken sind. Jungs, ihr kommt nicht durch. Ihr müsst laufen. Okay, Alkohol haben wir schon mal nicht. Der ins Gesicht Sie werden fällt. Einen Test machen, um zu sehen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Und, was haben wir hier? Nein, okay. So, dann gehen wir mal rüber zu dem. Beziehungsweise, wir machen erst nochmal die Sirene was leiser. Weil das geht mir gerade definitiv etwas hart auf die Nüsse. So. Okay, es ist Umgebungsgeräusch. Nein, ich will Erzählen Sie, was Sie gesehen haben. Der Unfall hat mich ziemlich mitgenommen. Ich bin noch ganz durcheinander. Ja, so wie du an mir vorbeigekesselt bist. Ich möchte gern Ihren Personalausweis und Ihren Versicherungsschein sehen, bitte. Bitte schön, Officer. So, was haben wir denn da? Läuft auf den gleichen Namen, ist beides gültig, Hintergrundprüfung sagt,
Versicherungsstatus ungültig? Da müssen wir nochmal drauf schauen. Die Versicherung ist okay. Hä? Da steht doch 24. Ist der jetzt mit einem anderen Fahrzeug unterwegs? Ja, ist er. Weil das ist für das Kennzeichen 2KXS 41. So, und da haben wir Kennzeichen 0TH6. Jetzt gucken wir als erstes mal nach, welches Kennzeichen hat das Fahrzeug. Das ist abgelaufen. Das Kennzeichen ist abgelaufen. Okay. Pack mal das Telefon weg. Gibt erstmal einen Strafzettel. Wegen abgelaufenen. Ich stelle Ihnen einen Strafzettel wegen des Kennzeichens aus. Das wird zwischen 50 und 250 Dollar kosten. So viel Geld habe ich nicht. Ist mir egal. So. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Das passt. Dann unter Drogen. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Und nein. Okay. Dann machen wir jetzt noch ein paar Bilder. Wir gehen erstmal hier rüber. Fotos. Aha. So. Da haben wir doch was. Da haben wir noch was. Da haben wir was. Der Bericht ist ausführlich. Ja, das reicht mir aber noch nicht. Jede Menge. Ein Teil fehlt uns wieder. Wie wir ja auch aus einer der letzten Folgen wissen, kann es schon mal sein, dass es jede Menge Punkte noch gibt, die man fotografieren kann, obwohl der Bericht schon fertig ist. Und ja, wo dann auch mal ein Teil fehlt, kann es auch geben. Ja, fahr weiter, Junge, fahr weiter. Ein Stückchen noch. Aber scheinbar kriegen wir hier wieder diesen einen Punkt nicht, den wir noch bräuchten. Mensch, fahr doch vorbei! Da haben wir alles. Die Bremsspur haben wir. Ja, aber hier unterm Auto liegt noch ein Dings und den kriegen wir nicht fotografiert. Nee, geht nicht. Okay. Dann, Unfallbericht. Hier, Unfallbericht. Okay, danke, Officer. So. Du kannst gehen. Das war's, gehen. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. Aber dein Fahrzeug lasse ich abschleppen. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort. So, du kannst dann mit dem Unfallbericht auch gehen. Alles klar, hier ist der Unfallbericht. Alles klar, danke, Officer. Und alles klar, Sie dürfen jetzt gehen. Fahren Sie vorsichtig. Weil wir hatten ja bei beiden keinen Alkohol oder Drogen. Hier muss ein Fahrzeug abgeschleppt werden. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Und der Krankenwagen steht da hinten immer noch.
Schleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. So, jetzt gucken wir aber mal eben auf die Karte. Wo sind wir denn? Wir sind jetzt da unten. Ja, dann heißt, wir laufen jetzt hier rüber. Mal eben den Marker gesetzt, damit ich die Richtung weiß, weil hier müsste ja dann zu Ende sein. Unser Bereich, jawohl. So. Dann legen wir mal los. Gehen wir hier auf der Seite entlang. Minimarkt. War das nicht auch mal? Naja. Oh mein Gott, wie sieht das denn hier aus? So, was haben wir denn hier? Gültig. Passt. Und ich hoffe, dass ihr mit der Sirene im Hintergrund mich auch noch ausreichend versteht. Ja. Ich gucke, dass ich hier schnellstmöglich wegkomme. Aber Knöllchen schreiben muss ja sein. Ihr kennt mich ja. So, das passt. Für den Unfall haben wir die Punkte bekommen. Der steht zu weit weg. Strafzettel wegen zu weit auf der Straße. Zack. Taxi. Hier ist ein Taxistand. Da haben wir das Schiffzeichen. Kennzeichen ist gültig. Da sehen wir auch wieder das Schiffzeichen, aber abgelaufen. So, abgelaufenes Kennzeichen. Und weil wir schon dabei sind... Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Passt. Der hat auch das Schiffzeichen auf der Heckscheibe. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Kennzeichen ist gültig. Parkour ist okay. Ja. Das passt. Das passt. Wir haben wieder etwas Neues freigeschaltet. Die Hirschstatue, okay. So. Hier, der hat im Halteverbot geparkt. So, und... Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Die Hirschstatue muss hier hinter irgendwo sein. Negativ. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. 23... Okay, der steht zu weit vom Bürgersteig weg. Und 23. Und gültig. Okay. Zack, zack, zack. So. Der steht definitiv falsch und ist abgelaufen. So, dann einen Strafzettel wegen zu dicht vorm Fußgängerüberweg. Jawohl, ist richtig. Was ja schon das Abschleppen rechtfertigen würde. Dann gibt es aber auch noch einen wegen dem abgelaufenen Kennzeichen. Und dann dürfte man direkt doppelt abschleppen. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? So, laufen wir hier mal weiter. Ihr Standort ist schwer zu erreichen. Wir können nicht sofort kommen, aber wir kümmern uns innerhalb von 24 Stunden. Ich stehe mitten an einer Kreuzung. Mein Standort ist schwer zu erreichen. Okay, so, was haben wir hier? Gültig. Freitags darf man hier nicht parken. Okay. Ist okay. Ist auch okay. Ist okay. Ist auch okay. Einmal kurz auf das Schild gucken. Haben wir hier irgendwie eine spezielle Zone? Nein, haben wir nicht. Ist okay. Oh, das steht zu weit auf der Straße.
Und es ist gültig. So. Dann einmal zu weit auf der Straße. Ach, Knöllchen schreiben ist doch so eine beruhigende Arbeit. So, der steht wieder zu weit auf der Straße. Oh oh, ist das Kennzeichen abgelaufen? Es ist abgelaufen. So, also. Einmal wegen zu weit auf der Straße. Dann einmal wegen abgelaufenem Kennzeichen. Und weil wir dann auch schon dabei sind... Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Klar, wird in Kürze bei Ihnen eintreffen. So. Unerlaubt die Straße überquert. Ich halte Sie fest, weil Sie unerlaubt die Straße überquert haben. Das macht doch jeder mal. Jupp. Dann einmal den Ausweis, bitte. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Die ist ja dicht. So, Hintergrundprüfung ist okay. Gehen wir einmal zurück. Aber als Fußgänger darf man dicht sein. Gibt das jetzt erstmal einen Strafzettel wegen dem unerlaubten Überqueren? Ich stelle Ihnen einen Strafzettel für das unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa $25. So. Ach, kommen Sie schon, so viel? Ja. Klingt wütend. So, im Normalfall würde ich jetzt sagen, die ist unheimlich am Schwanken. Aber wir dürfen nicht. Also, Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So, haben wir hier kein abgelaufenes Kennzeichen. Der parkt nur im Halteverbot. Und ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? So, was haben wir denn hier? Ah, ja. Ihr Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir kümmern uns innerhalb der nächsten 24 Stunden darum. Ist okay. Oh, ein Behindertenparkplatz. Auf dem Kennzeichen kein Logo. In der Windschutzscheibe kein Logo. Es ist ein Fahrzeug für Dings. Also, besondere Haltestelle, Behindertenparkplatz. Jawohl. Und wir dürfen abschleppen. Ich bin hier. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Schlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. So, was haben wir hier? Okay, das passt. Du stehst aber zu dicht am Bürgersteig, am Fußgängerüberweg. Und könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Es ist derzeit kein Abschleppwagen verfügbar. Wir schicken einen an Ihren Standort, sobald wieder einer verfügbar ist. So, was haben wir denn da noch Feines? Ist okay. Moment, was steht da auf dem Schild? Da haben wir nichts Besonderes. Ist okay. Ist nicht okay. Ach ja. Da haben wir das nächste Knöllchen. So, dann gehen wir mal auf den Parkplatz hier. Ach, das ist ein Polizeiparkplatz, ja dann. Den ignorieren wir dann gekonnt. Jetzt haben wir es gleich, glaube ich, geschafft, einmal rumzulaufen. Ne, noch nicht ganz. Wir laufen hier noch weiter bis hierhin. Bis zu dieser Straßenecke. Ich will den Wegpunkt setzen. Setzen wir ihn halt auf die Seite. So. Wir joggen. Und gucken nach Verbrechern. Jo.
Jo. Hallo. So, was haben wir da? Ach, das ist auch nochmal so ein kleiner Parkplatz. Okay, sagen wir mal Firmenparkplatz. So, das ist rein. Gültig. Ist okay. Na? Ja. Da gucke ich nicht auf die Parkuhr, weil Fahrzeuge, die ausgewiesene Behindertenfahrzeuge sind, dürfen auch bei einer abgelaufenen Parkuhr stehen. Wie wir ja inzwischen wissen. So. Wir müssen in der nächsten Schicht, laufen wir mal andersrum. Und gucken. Ihre Schicht ist um, Officer. Ja. Schön. Aber das hier machen wir jetzt noch zu Ende. In der nächsten Schicht versuchen wir mal, wenn wir wieder eine Fußstreife hier kriegen, dass wir andersrum laufen. Damit wir gucken, ob wir auf dem anderen, auf der anderen Straßenseite noch irgendwas übersehen haben. Hey, Moment, das ist ein Taxistand hier. Der hier darf hier gar nicht stehen. Der darf hier nicht stehen. Ich wusste doch, irgendwas stört mich dran. Ich war gerade gedanklich so bei den... Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Bei den Sachen, dass wir hier alles entdecken. Natürlich, er wird in Kürze bei Ihnen sein. Damit wir den Leuten immer schön weiterhelfen können, wo was ist. Das, ja, mal wieder so ein extrem lauter Motor. Abschleppen, der ist nur bis 21. Haha. Auf alle Fälle. Jetzt habe ich den Faden total verloren, Leute. Also, in der nächsten Folge, wenn wir hier wieder eine Fußstreife machen können. Ich habe hier ein Auto, können, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen gucken schicken? Wir, dass wir auf der anderen Straßenseite entlang laufen, damit wir die Sehenswürdigkeiten finden. Jetzt habe ich's. Ich habe hier ein Auto, das abgeschleppt werden muss. Können Sie mir einen Abschleppwagen schicken? Das ist 23. Es gibt einen Stau in Ihrer Nähe. Aha. Ein Abschleppwagen wird an Ihren Standort geschickt, sobald die Strecke wieder frei ist. Aha. Ja, der Stau, den verursache ich durch die ganzen Abschleppwagen, die ich anfordere. Aha. Aha. Und gültig. So. Wir müssten jetzt so ziemlich an der Stelle sein, bis wohin ich laufen wollte. Jawohl. Dann geht's jetzt ab nach hier zum Revier. Einfach nur die Straße runter. So. Weil ich könnte mir vorstellen, dass hier das ein oder andere Teil ist, was wir noch entdecken können. Wenn wir denn dann auf der anderen Straßenseite entlang laufen. Ja, komm, den nehmen wir noch mit. Warten wir eben noch, bis er drüben ist. Hallo. Ja, hallo, hallo. Zurück. Und ich halte sie fest, weil sie die Straße. Ich halte sie an, weil sie unerlaubt die Straße überquert haben. Es tut mir leid. Ich dachte, in dem Moment wäre es sicher. Nein. So. Hallo, ich will den. So, deswegen gibt's noch. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis, bitte. Kontrolle? Natürlich, der Officer. Dokumente? Bitteschön. Mhm. Ja, okay. Fahrzeugdaten sind ja irrelevant, weil gehören nicht zu einem Fahrzeug, das wir jetzt mit kontrollieren. Gibt es jetzt nur den Strafzettel wegen dem unerlaubten Überqueren. Sie werden wegen unerlaubter Straßenüberquerung mit einem Bußgeld belegt. Das macht $25.
Und da hilft's auch nicht, wenn man mich grüßt. Wirklich? Das ist viel Geld. Yep. Sie können jetzt gehen. Noch. Schönen Tag noch. So, und jetzt gucken wir, dass wir ganz schnell zum Revier kommen. Und der Wagen steht hier immer noch. Ist ein Dauerbrenner, der Wagen. Aber den hier können wir abschleppen lassen, weil er vor einem Feuerwehrhydranten steht. Und ich habe einen Wagen, bitte, der abgeschleppt werden muss. Könnt ihr bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort schicken? Ja, gibt zwar keine Punkte, aber wir haben ihn abschleppen lassen. Ein Abschlepper wird in ein paar Minuten eintreffen. Dass wir hier für, um auf das Revier zu kommen, einmal um den Block laufen müssen, das nervt. Dass es da nicht irgendwo so einen Eingang gibt. Da ist überall Mauer. Ist doof. So, wir gehen ins Revier rein, setzen mal die Mütze ab. Sie haben ihr Ziel erreicht. Ja. Oh. Jetzt gucken wir uns nochmal an, was wir hier so an Punkten gemacht haben. Ja, der Unfall hat natürlich jede Menge Punkte gegeben. Und dann... Oh, was haben wir freigeschaltet? Brieftaschendiebe. Okay. Und eine neue Nachbarschaft haben wir freigeschaltet. Baytown. So. Ja, der Unfall hat gut reingespielt mit 100 Punkten. Aber wenn wir gucken, dass wir 500 Punkte gemacht haben, was wir nur durch Knöllchenschreiben im Endeffekt gemacht haben, holla die Waldfee. Also 120 Punkte, 140 Punkte mit den Zusatzpunkten. Läuft. Damit beende ich die heutige Folge. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.